Einmal. Zweimal. Dreimal. Dreimal. Und wenn wir so cool sind, viermal. Das ist ein Selbstmordkommando, das wisst ihr. Okay, wir fangen an. B4. Wir brauchen B4. Jawohl. B3. B5. Und C3. Also nur so als Informationsquelle, ja. Hä? Geht halt da hoch. Wo steht unser Lock? Hier. Auf B3. Genau. Ist cool 560. Team. Bist du cool 560? Ja. Wieder falsch dran gewesen. Und zwar machen wir von B3 nach B4. Das wird wahrscheinlich du sein, mein Freund, wa? Ja. Würde ich mal so klammheimlich behaupten. Das wird so. Wie soll ich sagen? B4, ja, und dann nach B5 und dann darüber. Ja, Freunde. Ja. Nein! Oh, ich bin doof. Ich muss jetzt noch kuppeln. Ich würde sagen, an die hier, da kommt dann die zwei Großen hin. Ich jetzt sagen. Ich freue mich jetzt schon auf den Kuppeln am Hafen. Weil jetzt ist ja noch einfach, aber dann das wieder auseinanderfriemen den ganzen Blödsinn. Halleluja. Den ganzen Rotz wieder auseinander zu bröseln. Na, halleluja. Aber hey. Community hat gesagt, mach mal, ich mach. Wenn ihr auch noch Ideen habt, wie wir das hier am besten machen können hier, was wir da als nächstes machen sollten, also Dampfer kam jetzt hinter uns, fand ich jetzt sehr spannend, aber auch sehr anstrengend, muss ich sagen. Ich persönlich. Aber mal, jeder hat seine Vorlieben. Ich bin doch eher so die heutige Generation mit sowas hier. Aber nein. Jetzt hat er das schon wieder falsch gemacht. Das ist der Wahnsinn.
das muss nach da. Wieso ist es jedes Mal falsch? Nein. Da waren wir nach B4 und B5. Genau. Dann. Ja, und dann. Weiß ich nicht. Die Kleine lockt darüber mit den zwei hier drauf und die dann da hinten abholen. Genau, so machen wir es. Das kann was werden, Freunde. Weißt du, schreibt man das so locker flockig in die Kommentare. Mach das mal so. Nimm mal drei Loks und dann kannst du hier Züge zusammenstellen. Ich weiß gar nicht, wie viele Tonnen das dann sind, Freunde. Ich hab da jetzt echt keine Ahnung. Also, wir arbeiten gerade den hier ab. B3 nach B4. Von B4 geht's dann nach B5 und dann später C3. Die 3 bitte. Nur so am Rande. Ah, so. Das wird Wahnsinn. Der ist ja jetzt schon so lang. Alter, die kämpft ja jetzt schon mit den zwei Wagen. Oh Gott, ich freue mich jetzt schon auf den Hafen und bremsen. Okay. Aber Herausforderung angenommen. Alles kein Thema. Mache ich. Vorher habe ich mir noch drei Pillen rein. Nehme ich mal mit, mein Freund. Bei 5. Punktverbindung ist natürlich hier hinten auch sehr prickelnd. Gut. Muss ich wieder einen Moment warten. Die nehme ich die Zeit und trinke was.
Muss ganz schön kämpfen, der Jutte. Jetzt dürfen uns keine Fehler dann nachher unterlaufen, würde ich sagen. So, Mann. Oh, Millimeter. Gut, Zentimeter. Gut, Meter. Wieder warten. Entschuldigung. Man hört sie noch ganz leise. So, du gehst auch in die Richtung. Immer Richtung Lok. Das sind sie jetzt alle hier. Nein, 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 du bleibst da. Und B5. C36. Nee, du gehst auf die 3. Ich muss leider noch ein bisschen in die Richtung hier. Hat ganz schön zu knabbern, der Jutzte. Aber es geht. Theoretisch, wie viele Tonnen haben wir jetzt eigentlich drauf, wenn ich jetzt mal so gucke schnell. 500. 800. Knappe 9. Mehr als 9. Über 1000 Tonnen. Ah. Ich sehe meine Lok noch nicht mal. Doch, da ist sie. Ich muss ja zumindest den Weg frei machen, dass die anderen zwei raus können. Ja, ich komme dir näher. Keine Sorge. Bonuskohle werden wir wahrscheinlich eh nicht kriegen, glaubt's mir. Der Weg frei. Ja. Damit ihr auch stabil dastehen bleibt. Der falsche. Drei. Oh. Gewohnheit immer zwei.
Nein. Oh, ich muss niesen. Moment. Oh, danke. Oh, das zieht hinten im Hals. Was habe ich jetzt gesagt, brauche ich? C3. Die letzten Wagen, meine Freunde. Passt. Okay. Jetzt ist die Frage, wo muss der dann hin im Hafen? C2. Okay. B5. Okay. B3. Okay. B4. Okay, also den können wir dann vorher abkuppeln an C2. Das ist kein Thema. Und die anderen sind dann alle B. Okay. Das letzte Mal rang, vorletzte Mal rangieren hier. Mein Gott. Weiß ich, wenn ich glaubt, ja, guckt in den vorigen Folgen nochmal nach. Betty hat die L090. Und da ist sie. Also, falls ihr es mir nicht glauben wolltet. Jetzt bin ich ja schon drin. Egal. An. Ja, okay, fahrt gleich mal los. Ist kein Thema. Sehr ungeduldig. Ach ja, Trainbremse. Mann. Betty sollte auch nochmal starten gleich. Ah, schon wieder zu früh. Ja, ja, muss man aufpassen, Freunde.
Ja, was soll ich sagen, Freunde? Jetzt wird's gleich echt lustig. Mann. Puh. Achso, Betty wollte ich starten. Jetzt machen wir dann. Wohl. Muss ich jetzt starten? Füllt sich die Bremse wahrscheinlich schneller. Also zumindest war es immer so bei den kleinen Loks. Mann. Mann. Ja, ja. Bin dann schon richtig. Weil, wenn man jetzt mal guckt, theoretisch, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Durchgezogen, geht ja schnell. Seht ihr, was ich meine? Es geht auf jeden Fall einen Ticken schneller. Ein Ticken. So. Schneckerl. Dann fahr mal los. Es ist ein sehr langer Zug. Und er wird gleich noch länger. Oh mein Gott, ich hab Muffensausen. Der hört gar nicht mehr auf. Warum mache ich das? Warum nochmal? Jetzt kommt der letzte Wagen. Ich weiß nicht, was vorne ist. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, vorne ist alles okay. Nein! Nein! Bitte sag mir, dass es gereicht hat. Ich weiß es nicht. Nein! Oh, es hat gereicht. Jetzt hat. Gott sei Dank. Ich hab kaum noch Netz. Hey, ich hab kaum Netz. Was mache ich eigentlich? Ich hätte auch die andere Lok einfach jetzt hier vorfahren können. Wenn ich jetzt schon kein Netz habe, wie ist es dann mit der anderen?
Sie kommt. Bin schon gewieft gerade. Weiche steht auch. Schon ein bisschen gewieft. Also wenn das jetzt nicht sanft war, dann heiße ich nicht Vögelsche. So, Freunde.